Dieser Anblick verschlägt Servicezeit-Moderatorin Yvonne Willix die Sprache. Mülltonnen voller Gemüse, Obst und anderen genießbaren Lebensmitteln. Ich bin echt so richtig bisschen erschüttert. Da komme ich echt nicht drüber weg, weil da ist nichts, aber auch gar nichts dran. Experten sagen, für jede Mahlzeit, die wir essen, landet eine andere im Müll. Wir werfen Lebensmittel weg, selbst solche, die noch frisch und genießbar sind, aus ästhetischen Gründen. Auch wenn ich eher als Mensch die essen könnte, wird die aber Pferdefutter, weil sie nicht der EU-Norm entspricht. Richtig. Yvonne Willix will wissen, warum wir Lebensmittel verschwenden. Doch die Unternehmen mauern. Nach langer Recherche bekommen wir schließlich doch noch eine Drehgenehmigung in einem Supermarkt. Yvonne Willix fährt sofort nach Neuss. Das kennt ja im Grunde jeder von uns, ne? Irgendwas ist im Kühlschrank, wird schlecht, also wird's weggeschmissen. Das können doch aber unmöglich 20 Millionen Tonnen Lebensmittel sein, die in Deutschland jährlich weggeworfen werden. Das ist eine Zahl, die haben Experten rausgefunden und die treibt mich um. Ich möchte wissen, wie die zustande kommt und deswegen frage ich als allererstes mal hier im Supermarkt nach. 350 Quadratmeter Verkaufsfläche, ein eher kleiner Markt. Trotzdem, das Sortiment ist riesig und international. Vor allem in der Obst- und Gemüseabteilung. Ich kann auch Äpfel aus Frankreich kriegen, Äpfel aus Neuseeland, Äpfel aus Kolumbien und ich kann sogar einen Apfel aus Deutschland kriegen momentan. Von Neuseeland nach Neuss. Ein Transportweg von 12.000 Kilometern und eine unnötig hohe CO2-Bilanz angesichts der vielen regionalen Apfelsorten in Deutschland. Alles einwandfreie Ware hier bei den Äpfeln. Das erfreut mein Hauswirtschaftsmeisterinnenherz. Aber ich habe einen Apfel entdeckt, der hat eine kleine Stelle. Würden Sie den kaufen? Ob ich es machen würde, ich weiß gar nicht so genau. Man kann die Stelle ja eigentlich ganz schnell wegschneiden, ne? Eine kleine braune Stelle entscheidet über das Schicksal dieses Apfels. Wird er gekauft oder weggeworfen? Darf ich Sie kurz was fragen? Es tut auch nicht weh. Ich mache eine Sendung über Lebensmittel. Mhm. Und wollte wissen, ob Sie so einen Apfel kaufen würden. Nö. Nö, warum nicht? Weil der eine fiese Stelle hat. Und was meinen Sie, was passiert mit so einem Apfel, nachdem der nicht verkauft worden ist? Viehfutter oder Mülltonne? Wenn Sie jetzt mal sich diesen Apfel angucken, der hat eine kleine Macke. Würden Sie den kaufen, ja oder nein? Kaufen jetzt nicht mehr, aber zu Hause die Ecke, wenn ja da liegen würde, die Ecke rausschneiden und natürlich noch essen. Würden Sie, nee? Ich habe mal gar nicht die Frage gestellt. Also so ein Apfel? Nee, würde ich nicht nehmen. Unverkäuflich, wegen einer Minimacke. Die Ansprüche der Verbraucher steigen ständig und die Supermärkte ziehen mit, aus Angst, ihre Kunden zu verlieren. Einzelhandelskauffrau Sabine Schumacher kümmert sich um einwandfreie Optik in der Obst- und Gemüseabteilung. Können Sie mir einen Blick hinter die Kulissen gewähren? Was machen Sie hier gerade? Ich bin gerade das Obst und Gemüse am Nachfüllen, gucke, ob alles in Ordnung ist soweit. Wie oft wird das gemacht am Tag? Circa einmal die Stunde. Einmal die Stunde? Ja. Wenn Sie jetzt sagen, so ein Apfel hier, der landet dann in der Tonne. Wie viel muss ich mir vorstellen, wie viel von der Theke ist dann weg? Je nachdem, was dran ist, machen wir das dann halt auch schon mal preisgünstiger. Wir machen dann tütenweise und legen die dann vorne an die Waage. Dieser Supermarkt ist sich der Verschwendung von Lebensmitteln bewusst und versucht, Abfälle durch Preisrabatte zu vermeiden. Das ist jetzt aussortierte Ware, die ist nicht mehr verkäuflich, hat irgendwelche Stellen und wird dann am Ende des Tages entsorgt. In die Tonne quasi. Genau. 8 Äpfel sind es in diesem Sortierdurchgang. Umgerechnet auf tausende Supermärkte in Deutschland, die diese Prozedur mehrmals täglich durchführen, ergibt das eine erschreckende Bilanz. Verbraucher könnten diese reduzieren und dabei sogar noch sparen, wenn sie folgende Tipps beachten. Kaufen Sie regionale Produkte der Saison entsprechend. Aufgrund kurzer Transportwege und geringer Lagerungszeit sind diese Produkte weniger anfällig. Nehmen Sie auch mal Obst oder Gemüse mit kleinen Macken. Viele Märkte geben selbstverständlich Rabatte auf nicht einwandfreie Ware. Oder fragen Sie gezielt nach aussortierter Ware. Ja, jetzt gibt es natürlich in jedem Supermarkt auch noch andere Produktgruppen, die relativ schnell ausgetauscht werden müssen, weil sie leicht verderblich sind. Zum Beispiel die Molkereiprodukte. Und da ist die Vielfalt ja schier unerschöpflich. Yvonne Willix zählt sich durch Sortiment. 1, 2, 3, 4. Die Strategie der Supermärkte? Volle Regale vermitteln den Eindruck unendlicher Fülle. Die Lieblingsprodukte der Kunden sollen jederzeit vorrätig sein. 103.
103 Sorten Joghurt. Mal eben kurz beim Durchzählen. Da habe ich bestimmt noch die eine oder andere Sorte vergessen. Muss das tatsächlich sein? Ich meine ganz ehrlich, muss ich mich zwischen 103 Sorten Joghurt entscheiden müssen in so einem klitzekleinen Supermarkt hier? Und das ist ja nicht alles. Die haben auch noch Quarkspeisezubereitung. Die habe ich gar nicht gezählt. Und den Sahnepudding auch nicht. 103. 103 Joghurtsorten rund um die Uhr vorrätig im Kühlregal. Auch kurz vor Ladenschluss. Perfektes Obst und Gemüse aus aller Welt. Verbraucher haben sich an diese Standards gewöhnt. Marktleiter Stefan Kraschel muss die Absatzerwartungen seiner Filiale täglich neu abschätzen. Ein Spagat zwischen der Zufriedenstellung seiner Kunden und der Vermeidung eines zu großen Warenbestands. Hallo. Sie sind Marktleiter. Ja, genau. Yvonne Willex von der WDR-Servicezeit. Mhm. Ich will mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Wie geht es eigentlich im Einzelhandel zu? Und was mir auffällt als Käuferin auch, als Verbraucherin auch, es ist unheimlich viel da. Ne? Sie haben unheimlich viel Vielfalt. Ja, wir haben ein sehr breites Sortiment. Warum machen Sie das? Warum ist das wichtig für Sie als Einzelhandelskaufmann? Wir müssen konkurrenzfähig bleiben und natürlich entsprechend viel anbieten. Wenn was übrig bleibt, was passiert damit? Wenn es über dem MAD ist, darf man es nicht mehr verkaufen. Ja. Wenn die Sachen noch gut aussehen, nehmen sich die Mitarbeiter schon mal was mit oder es landet in der Tonne. Ja. Zeigen Sie mir die mal? Ja, können wir machen. Müssen wir einmal rausgehen. Ja, gerne. Der Filialleiter gewährt Yvonne einen Blick in die Mülltonne hinter dem Markt. Normalerweise ein absolutes Tabu, denn weggeworfene Lebensmittel schaden dem Geschäftsimage. Hier ist jetzt diese Grüntonne. Ja. Gemischte Abfälle. Also da ist jetzt quasi alles drin, von Obst über Molkerei, alles was abgelaufen ist, alles was nicht mehr verkauft, drin, ja. Die Frische. Mhm. Ja, Blumen, guck mal, ein paar Blumen sind da auch noch mit drin. Mhm. Also quasi alles in Säcken sozusagen da rein, so dass auch keiner sehen kann, was da eigentlich drin ist, oder? Auch aus hygienischen Gründen, das ist wie Ungeziefer, ja. Muss alles gut verpackt werden. Aber ist schon ordentlich, die Tonne hier. Einmal in der Woche wird die abgeholt? Ja, laut Statistik schmeißen wir sogar sehr wenig weg. 4-6% der frischen Produkte, das heißt Kühlwaren sowie Obst und Gemüse, landen in der Tonne. Und das ist noch wenig. Andere Märkte haben einen deutlich höheren Ausschuss an Frischwaren. Was sagt denn die Statistik, wie viel normalerweise weggeschmissen wird? Ja, bis zu 10% ungefähr. Wir liegen deutlich drunter. Bis zu 10% von der eingekauften Ware, also ja. Was der Einzelhändler einkauft, wird weggeschmissen? Ja. Boah. Aber 10%, ne, da muss ich echt, das muss ich mir noch ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, weil ich bin gerade so ein bisschen erschüttert von der Zahl, weil das auf die Menge der Einzelhandelsläden in Deutschland ja wahnsinnige Massen von Lebensmitteln sind. Ja, das stimmt. Jetzt sind Sie ja ein relativ kleiner Einzelhändler, also nicht, dass ich Ihnen zu nahe treten will. Ja. Also wie sieht das mit den großen Discountern aus? Haben die noch ganz andere Zwänge? Müssen die mehr Sortiment abnehmen? Sind die gezwungen, ihre Läden auch voll zu knallen mit allen möglichen Arten und Vielfalten? Es gibt Läden, da gibt es klare Vorgaben. Die Ware wird geschickt, ohne dass bestellt wird. Neue Ware, neue Artikel, die auf den Markt kommen. Und dann wird natürlich auch mehr weggeschmissen, wenn es nicht gekauft wird. Demnach müsste die Lebensmittelabfallquote bei Discountern noch höher sein als bei Supermärkten. Ob das stimmt, will Yvonne von deutschen Discountern direkt wissen. Doch sie stößt auf eine Mauer des Schweigens. Okay, das heißt, Sie können mir da jetzt keinen Einblick gewähren. Ja, ist unglaublich. Das scheint ein richtiges Tabuthema zu sein. Keiner der großen Supermarktketten oder Discounter möchte erstens vor der Kamera mit mir sprechen, geschweige denn, dass die mich mal in die Mülltonnen gucken lassen. Und das ist ja genau das, was ich möchte. Gott sei Dank habe ich einen Experten gefunden und der wird mir sicherlich ein bisschen weiterhelfen können. Yvonne trifft den Regisseur des Films Taste the Waste, der am 8. September in den Kinos startet. Eine Dokumentation über die Vernichtung von Lebensmitteln und den daraus resultierenden globalen Folgen. Fazit des Films? Das Essen, das wir in Europa wegwerfen, würde zweimal reichen, um alle Hungernden der Welt zu ernähren. Fast 3 Jahre recherchierte der Kölner Journalist Valentin Thurm zum Thema Lebensmittelmüll. Ja. Wie ist denn Ihre Erfahrung jetzt in Bezug auf dieses Tabuthema, Lebensmittel werden weggeschmissen? Denn es scheint ja nichts anderes zu sein. Sie haben da einen Film drüber gemacht. Sind Sie da auch permanent gegen Mauern gerannt? Ja, oder? Kann man so sagen. Ja? Also deutsche Supermärkte haben eigentlich grundsätzlich abgelehnt, dass wir das filmen, wie sie Lebensmittel
in den Müll werfen. Und haben, also wir waren zum Beispiel, wir konnten dann bei einem Supermarkt drehen, der hat die Tafel beliefert, sagt er. Und als wir dann da waren, gedreht haben, haben wir von den Tafelleuten erfahren, dass die zum ersten Mal bei dieser Filiale waren. Also das war alles Fake. Das heißt, die Supermärkte mögen es nicht, dass man darüber redet, dass sie einen Teil ihrer Waren vernichten. Welchen Anteil hat die Nahrungsmittelindustrie an der ganzen Misere? Naja, immerhin ist sie verantwortlich dafür, dass auf unseren Produkten Mindesthaltbarkeitsdaten sind, die immer kürzer werden. Zum Teil sind ja Sachen, die verderben gar nicht, sind schon Mindesthaltbarkeitsdaten drauf auf Salz oder Essig. Also das ist völlig wahnsinnig. Und da muss man, niemand klärt die Verbraucher auf, dass es auch nachher noch gut ist. Mhm. Und das tun die nicht, weder die Hersteller, die das draufdrucken, noch die Supermärkte, weil dann würden sie ja weniger verkaufen. Das Mindesthaltbarkeitsdatum zeigt an, bis wann ein Lebensmittel am geschmackreichsten ist. Danach ist es nicht zwangsläufig gesundheitsschädigend, wie viele vermuten. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist nur eine Qualitätsgarantie. Leicht verderbliche Produkte wie Fisch und Fleisch hingegen tragen ein Verbrauchsdatum, nach dessen Ablauf die Waren nicht mehr gegessen werden sollten. Das Verbrauchsdatum gibt Aufschluss über die Lebensmittelsicherheit. Viele Verbraucher verwechseln das Mindesthaltbarkeitsdatum mit dem Verbrauchsdatum und werfen Lebensmittel zu früh weg. In seinem Film Taste the Waste zeigt Regisseur Thurn, welche fatale Auswirkung dieses Verhalten weltweit hat. Zuerst habe ich gedacht, das ist jetzt hier einfach nur unschön, dass man so viel wegwirft. Und dann ist mir klar geworden, das ist katastrophal fürs Klima. Das ist eine Schweinerei den ganzen Hungernden, dieser Milliarde Hungernden der Welt gegenüber. Und es gibt heutzutage tatsächlich einen direkten Zusammenhang zwischen dem Hunger andernorts und unserem Wegwerfen, also vor allem bei Getreide. Am Beispiel von Weizen verdeutlicht Thurn, wie Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen. Die westlichen Länder kaufen Weizen für Brot, das sie nicht essen, sondern wegwerfen. Damit verknappen sie das weltweite Angebot. An den Börsen steigt der Weizenpreis. Für Menschen in Entwicklungsländern werden Grundnahrungsmittel wie Brot unerschwinglich. Alle 5 Sekunden stirbt auf dem Globus ein Kind an Mangelernährung. Wohlstandsgesellschaften werfen Lebensmittel weg. Auf diesen skandalösen Umgang mit unserer Nahrung wollen sogenannte Containerer oder Mülltaucher aufmerksam machen. Wir haben ja Mülltaucher begleitet, also so junge Politaktivisten, die den Supermarkt, die Supermarkttonnen durchwühlen nach Essbarem. Wir haben ja mit den Leuten viele Supermärkte besucht. Anders hätte ich diese Tonnen auch gar nicht gesehen. Die haben meine Augen geöffnet. Valentin Thurn vermittelt einen Kontakt. 21 Uhr. Yvonne Willix ist mit 2 Mülltauchern in deren Wohnung verabredet. Hallo. Sebastian. Hallo, Felix. Hallo. Der Taucher, der Koch. Genau. Ach so, darf ich direkt reinkommen? Danke. 2 bis 3 Mal pro Monat gehen der Tontechniker und der gelernte Koch Müll tauchen. Nicht aus finanziellen Gründen, sondern aus ethischer Überzeugung. Was erwartest du dir denn von heute Abend? Gibt es da was unbedingt gefunden werden muss oder was unbedingt noch auf den Speiseplan gehört? Unbedingt? Nee, das kann man nicht sagen. Aber was ich mir von heute Abend erwarte, wenn wir nicht allzu spät dran sind, dann erwarte ich einfach volle Tonnen. Yvonne Willix geht mit den Mülltauchern auf Tour. Wie groß die Ausbeute heute sein wird, wissen sie noch nicht. Denn viele Supermärkte schließen ihre Container ab, statt den Überfluss neu zu verteilen. Und das, wo diese ganze Stacheldraht ist, das sind jetzt hier da stehen die Container oder was? Dahinter stehen die Container, ja. Hier, das sind die Container, um die es geht. Und da ist dieser ganz fiese NATO-Draht mit den Rasierklingen. Ja. Das ist wirklich wie, ich hab kein Kuhzaundraht, das ist richtiger, ne, wie die Militär den auch benutzt, die Bundeswehr. Keine Chance für die Mülltaucher. Das nächste Ziel? Ein Biomarkt, den Felix und Sebastian auf ihren Touren oft ansteuern. Hier sind die Tonnen ausnahmsweise leicht zugänglich. Aber hier steht es einfach mitten auf der Straße. Tja. Ich muss mal gucken. Voll, ne? Wie schwer ist sie denn? Ich krieg die fast nicht wegbewegt. Echt jetzt nicht. Boah. So, auch ins Gemüsereste. Ach, guck mal, hier ist ja ein ganzer Kopfsalat. Ja, auch noch gut. Ja, eine Zucchini, einmal abwaschen, ist auch noch gut. Grüne Paprika. Guck mal hier, Felix. Ja, was haben wir da noch? Oh, super. Ein paar Kohlenhydrate. Also da kann ich jetzt gar nicht erkennen, was damit ist. Die sind super. Die sind doch echt noch gut, oder?
Ja, das trinken ist jetzt Wahnsinn. Die Rosinen, die wir hier oben drauf haben, wenn ja. man das jetzt mal auskippen würde und sortieren würde, dann kann man davon bestimmt noch ein Viertel gebrauchen. Ja. Und den Rest, der kann gerne in die Kompostieranlage. Ich bin echt so richtig bisschen erschüttert. Ich habe gedacht, das würde viel mehr stinken. Also ich bin davon ausgegangen, boah, ich mache jetzt den Deckel auf und da kommt mir ein pestilenzartiger Gestank entgegen. Ist aber nicht so. Und warum nicht? Weil die Lebensmittel im Grunde genommen kaum verdorben sind. Sebastian und Felix wollen jetzt noch zu einem Discounter. Yvonne Willix geht lieber zurück und wartet in Sebastians WG. Denn Lebensmittelabfälle mitzunehmen ist in Deutschland nicht erlaubt. Formal juristisch gehört der Abfall dem Geschäft, bis er abgeholt wird. Dann dem Entsorgungsunternehmen. Mülltauchen ist also eigentlich illegal. Nee, guck dir das an. Volltreffer. Jackpot. Jackpot. Eine Palette Quark. Probiotische Joghurtdrinks. Guck mal, hier gibt es einen Schokoriegel für sofort. Und den haben wir hier übrig gelassen, glaube ich. Vierkornjoghurt. Ey, das gibt gar nicht. Guck mal hier. Rotwein? Ja. Ja, super. 3 Liter Rotwein. Ja, raus. Ach ja. Das können wir gar nicht tragen, Mann. Nee, guck mal jetzt, was wir wollen. Die Banane, ey. Jetzt brauche ich mal die Handschuhe wieder. Ich würde jetzt sagen, von dem hier sind mindestens 70% noch essbar. Also gut 2/3. Viel ist ja auch nur Verpackung jetzt kaputt. Ja, Verpackung vom kaputt wegschmeißen. Hier. Wir haben da einen Liter Milch, der ist noch 3 Wochen haltbar. Ist das ein Erfolgserlebnis? Ist das ein Glücksgefühl? Ja, was heißt Glücksgefühl? Ärger einfach nur, obwohl ich jetzt überhaupt nicht weiß, wohin mit dem ganzen Kram. 2 Rucksäcke voll genießbarer Lebensmittel. Und die Tonnen sind noch nicht leer. Sebastian und Felix machen Schluss für heute. Hi. Hallo. Und? Ja. Oh, Volltreffer. Tatsächlich? Nee. Sogar Rotwein. Oh. 3 Liter Rotwein, Milch. Hier, probiotischer Drink. Was ist denn da mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum? Also gerade abgelaufen sozusagen. Wobei man ja bei diesen Joghurt eigentlich weiß, dass die eigentlich immer noch länger haltbar sind, ne? Tja. Ja, die Milch. Was ist denn mit der Milch? Wo ist denn da das? Also das ist ja hier, 23.8. Das dauert ja noch 14 Tage. Ja, die ist noch 2 Wochen haltbar. Also vor Mindesthaltbarkeitsdatum sogar. Und hier Quark? Unfassbar. Mal gucken hier. Also das ist ein Ausmaß an Verschwendung. Das lässt mich echt fassungslos. Es war mehr, als wir hätten jemals heute tragen können. Wir hätten... Quark war eine ganze Palette. Eine ganze Palette Quark. Es war... Also das ist, man hört ja gar nicht auf hier. Da sind wir ja nur bei den Fertigprodukten. Das sind alles die Molkereiprodukte. Die fertig das hier auch? Jo, ich denke mal hier, da war das Gewinde halt aufgegangen. Ne? Und dann kann man das nicht mehr verkaufen. Was ist mit dem jetzt? Ja, das ist Packung vielleicht kaputt. Ja. Das ist da so ein bisschen eingedellt, ne? Ja. So, das heißt? Die ist noch bis zum 12.09. Ach, das gibt's doch nicht. Also über einen Monat. Wenn man im Supermarkt mal oft fragt, dann wird einem ja oft die Halbwahrheit erzählt, dass das alles an die Tafeln geht. Und es ist ja schön, dass man hier das auch mal sieht, dass noch etwas, was einen Monat lang haltbar ist, hier in der Tonne gelandet ist und nicht bei den Tafeln. Die Vermutung liegt nahe, dass viele Supermärkte aus Imagegründen behaupten, überschüssige Lebensmittel an die Tafeln zu spenden. Diese jedoch in Wirklichkeit in der Mülltonne landen, wie zum Beispiel dieser Camembert. Einwandfrei. Soll ich mal so einen hier probieren? Ja. Darauf einen probiotischen, multifunktionalen Erdbeerdrink. Ja, einwandfrei. Ein Wocheneinkauf für 0 Euro. Komplett aus der Tonne. Dadurch, dass wir Verbraucher, und da kann ich mich ja gar nicht ausschließen, auch gerne um 22 Uhr abends noch volle Regale haben möchten mit allen Produkten, die es auf der Welt zu kaufen gibt, nehme ich in Kauf, dass so viel Müll und so viel Verschwendung produziert wird.
am nächsten Tag. Jetzt möchte ich wissen, wie sieht es beim Erzeuger, beim Landwirt aus? Wie viele Lebensmittel werden da produktionsbedingt einfach vom Lebensmittel zum Abfall gemacht? Das Ziel der WDR-Moderatorin: ein Möhrengroßbetrieb in Willich bei Düsseldorf. Josef Deselaars ist einer der Geschäftsführer im Betrieb. Seit 30 Jahren arbeitet er als Landwirt oder Bauer, wie er lieber sagt. Können wir irgendwo hingehen, wo wir ein bisschen... wo Sie möchten. Dann spielen wir mal ein Stück. Ich mache mich ja so ein bisschen auf die Suche nach den Lebensmittelnormen und wie muss denn eigentlich die gute deutsche Möhre aussehen. Können wir machen. Die Ansprüche der Händler in Bezug auf die Optik des Gemüses steigen stetig. Eine EU-Norm legt fest, wie eine für den Verzehr bestimmte Möhre auszusehen hat. Und dann werde ich jetzt mal ein paar Möhren ausziehen oder versuchen auszuziehen. Das ist natürlich... Oh, die sitzen aber gut fest. Ja, wa? Aber die kriegen wir trotzdem. Und dann kriegen wir auch noch ein paar schöne Möhren. Eieiei. Hier sind eine ganz kleine, dies ist eine kleine, dies ist wieder eine krumme Möhre. Ja, diese ist zu klein. Andersrum, diese hat hier so einen zweiten Trieb, das ist auch nicht in Ordnung. Was passiert denn mit denen, die nicht in Ordnung sind? Ja, die kriegen eine andere Verwertungsrichtung. Entweder vermarkten wir die für Saftmöhren. Ja. Das heißt, dass die in die Industrie verarbeitet werden oder für Pferdefutter. Nur 70% der Möhren sind so groß, so gerade und so orange, dass sie es bis ins Supermarktregal schaffen. So, jetzt ist es bei den Möhren so, das wird weitestgehend abgeerntet. Ne? Also Sie sagen, das, was jetzt hier liegt, das sind die normalen Ernteverluste. Wie ist das denn bei anderen Gemüsesorten? Bei Salat sieht man das, kann man sehr gut sehen, dass nur bestimmte Köpfe rausgenommen werden. Oder bei Kohlrabi und Blumenkohl sieht man immer wieder, dass bestimmte, der Norm nicht entsprechende Gemüse im Feld bleibt. Oder bei Kappes oder so, ist ja auch viel die am Jahr. Viele Landwirte haben nichts dagegen, wenn auf dem Feld liegen gebliebene Ware gestoppelt, also nachgelesen wird. Aber fragen sollte man. Bei manchen Bauern wird nicht handelskonforme Ware auch im Hofladen verkauft. Zurück auf dem Hof nimmt Yvonne Willix den Möhrenausschuss unter die Lupe. Ja, hier haben wir eine Kiste aussortierte Möhren. Das sind alles Möhren, die nicht in die Klasse 1 oder 2 einzupacken sind. Und die hier, die ist? Ja, die ist halt krumm gewachsen. Und was ist mit der hier? Da müssen wir mal ganz genau gucken. Die hat hier eine Stelle, die letztendlich nicht in Ordnung ist. Und hier? Diese ist zu, ich würde sagen, zu krumm. Die Möhren kommen jetzt nie so in den Supermarkt, sondern die werden als entweder als Futter oder als Saftmöhren oder als was noch so verkauft. Es gibt einen Kunden, der diese Ware braucht, die trocknet und im Hundefutterbereich nochmal einsetzt. Ja. Diese Ware ist für den Tiefkühlbereich nicht geeignet. 1000 Kilo Karotten allein in dieser Kiste. 3-7% seiner Ware kann der Landwirt nur als Tierfutter absetzen. Der Großhandel kauft nur perfekt geformte Ware. Also ganz klar ist mir jetzt geworden, so eine Möhre lässt sich nicht verkaufen. Aber so eine schöne Gerade, die finde ich sicherlich in fast jedem deutschen Kühlschrank. Jetzt ist die Frage, was machen die Familien damit? Werden die tatsächlich gegessen oder landen die am Ende doch in der Tonne? Für den Nachmittag hat sich Yvonne Willix bei der WDR-Zuschauerfamilie Abels angekündigt. Ich bin, glaube ich, direkt richtig, ne? Hallo. Yvonne Willix. Susi Abels, hallo. Das sind direkt die Einkäufe? Ja, ich habe mal so ein bisschen zwischendurch eingekauft, ein paar Brötchen, ein bisschen Brot. Die Abels wohnen im Kölner Norden. Ehemann Manfred und die vier jugendlichen, sportlichen Söhne sind gute Esser. Also wird viel eingekauft. So, es geht ja um Lebensmittel, ne? Ja. Zeigen Sie mir, wo Sie die verstauen würden. Die meisten Sachen, also von diesen hier, kommen natürlich in den Kühlschrank. Der ist schon ein bisschen zugestopft, da stehen noch ein paar Reste drin. Der ist wahrscheinlich immer so, ne? Haben Sie den nach dem System eingeräumt? Ist auch ziemlich viel Milch. Im Kühlschrank der Familie Abel herrscht ein ziemliches Durcheinander. Das kann unnötigen Lebensmittelmüll verursachen. Was falsch lagert oder gar nicht erst gefunden wird, verdirbt schneller. Hauswirtschaftsmeisterin Yvonne Willix räumt auf. So geht's richtig. In der Tür Getränke, Eier und Butter lagern. Obst und Gemüse kommen ins unterste Fach. Darüber, weil es am kühlsten ist, Fleisch, Fisch und leicht Verderbliches. Milchprodukte und Käse halten sich am längsten im mittleren Fach.
Oben ist es mit 6 Grad am wärmsten. Ein guter Platz für zubereitetes Essen. Wie sieht es aus mit Lebensmitteln, die weggeschmissen werden? Also wie oft haben Sie was, wo Sie denken, komm, das kann jetzt weg? Passiert das oft? Passiert das weniger oft? Also bei uns, wir haben halt, wenn ich koche, schon mal eine Portion übrig. Da kann natürlich kein Mensch mehr was mit anfangen. Wenn ich Glück habe, hat der Große zum Beispiel abends nochmal Hunger, brät sich den Reis mit ein paar Eiern rein, dann ist das fort. Aber es kommt natürlich auch öfters vor, dass sowas dann da drin ein bisschen vergammelt. Diese runzligen Dinger können wir auch mal rausnehmen. Ne? Ich probiere mal, ob es noch gut ist. Naja, okay. Aber was wäre jetzt damit? Wird das jetzt nochmal weggehen oder wird das nur einer so aufschnabulieren? Das würde ich dann nochmal anbieten. Ja. Meistens muss ich das essen, weil die Kinder sagen, Mama, die sind ja schon ganz runzelig, die sehen ja aus wie Omas. So, hier sehe ich jetzt noch so einen Quark. Ne? Das hat ja, glaube ich, auch jeder, ich auch im Kühlschrank, 2 Löffel rausgenommen. Und dann wird der ja auch relativ schnell schimmelig. Ne? Ja, passiert mir auch öfters. Ja. Dann sieht das nicht mehr so appetitlich aus. Nee, ne? Da kommt ja dann gerne sowas mit Haaren oben drauf. Hier haben wir ein bisschen frisches Brot. Ja. Und das kommt bei uns in den Brotschrank. Der allerdings, naja, den habe ich jetzt, da habe ich immer so ein Sammelsurium von was weiß ich drin. Ne? Also das hier zum Beispiel, das ist jetzt auch erst ein paar Tage alt. Ach, geht schon los. Ja, ist schon wieder zu spät. Ja, weil das auch super, sieht man ja an der Tüte schon. Die Tüte an sich ist schon feucht. Ja, ne? Und ich denke dann immer, das sind doch Fachleute, die diese Tüten herstellen. Die müssen doch wissen, dass man das da drin vermahlt. Das ist eigentlich keine Aufbewahrungstüte. Und Brot braucht immer Luft zum Atmen. Also am besten ist ein Brotkorb. Der ist dann hinten belüftet quasi und dann geht die Luft immer durch. Und deswegen schimmelt das dann nicht. Ich sag mal so, mal ein Stückchen Brot weggeschmissen oder einen verdorbenen Joghurt in Abfall, das hat ja wohl jeder schon mal. Da kann man ja wohl sagen, das stört keinen großen Geist. Aber welche Dimension hat das tatsächlich? Wie viel schmeißen wir eigentlich jedes Jahr tatsächlich weg? Das möchte ich Familie Abels und damit auch Ihnen ganz drastisch vor Augen führen. Aha. Können Sie sich einmal bitte da vorne mit hinstellen? Ja. So, ich habe was vorbereitet und würde mal ganz gerne, dass Sie mal die hintere Ecke von dem Tuch anfassen. Ja. So, und dass wir bei 3-mal abdecken. 1, 2, 3. Ach, lieber Gott. Ach, das ist ja gut aus. Tja. Wow. Was großer Vorrat. Großer Vorrat, viele Lebensmittel. Was glauben Sie, was das ist? Wie, was? Ja, warum ich Ihnen das hier aufgebaut habe. Nee, keine Ahnung. Ein Einkauf von einem Monat? Nee. Das ist das, was Experten ausgerechnet haben. Und zwar haben die ausgerechnet, wie viel Lebensmittel jeder deutsche Bundesbürger im Jahr wegschmeißt. Nein. Au, das ist eine Menge. Da bin ich jetzt echt erstaunt. Also das, was schlecht geworden ist, oder? 80 Kilo? Ja, das sind auch so Sachen, die so typisch, jetzt wo ich mir das so anschaue, die man typischerweise wegwirft. Also ich sehe einige Sachen, die bei uns auch in den Mülleimer nach einer Zeit fliegen. Circa 25% ihrer gekauften Lebensmittel werfen Privatpersonen im Schnitt weg. Pro Person und Jahr sind das Waren im Wert von über 300 Euro. Viel mehr als die Erzeuger aussortieren oder der Handel vernichtet. Wie das jetzt jeder von uns vermeiden kann, ist im Grunde gar nicht so schwierig. Erstmal ist die erste Regel, systematisch einkaufen zu gehen. Mit Einkaufszettel und wenig Spontankäufe, am besten gar keine. Mhm. So, dann ist die zweite Regel, dass man natürlich die Lagerungstipps beherzigt, dass die Lebensmittel dann zu Hause erst gar nicht schlecht werden. Und es gibt ganz wunderbare Resteküchebücher. Das Buch Kreative Resteküche zum Beispiel gibt es bei den Verbraucherzentralen für 9,90 Euro plus Versandkosten. Das ist ja hier so systematisch aufgebaut, Gemüse und Kräuter. Jetzt gucke ich mal, wir haben Radieschen über, was ich dann aus den Radieschen auch machen kann. Mais habe ich, Paprika, Radieschen. Also mit Kräuterquark oder Creme fraiche füllen. Raspeln und zusammen mit Kräutern unter Quarkrollen zu Pellkartoffeln servieren. Die leicht schrumpeligen Radieschen und der angebrochene Quark ergeben einen Dip fürs Familienabendessen. Wer konsequent kleine Reste verarbeitet, hat weniger Lebensmittelabfälle und spart auch noch Geld. Würzig, ist ne? Lecker. Lecker, finde ich auch. Das ist so schön scharf, ein bisschen, ne? Von den Radieschen. Ja.
Mir hat die Recherche zu diesem Thema wirklich die Augen geöffnet. Mir ist nicht klar gewesen, wie viele Tonnen von Lebensmitteln wir Deutschen tatsächlich wegschmeißen. Und ich konnte es auch gar nicht glauben. Ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugt und ich weiß, was es mit mir selber zu tun hat. Und deswegen werde ich in Zukunft ganz sicher bewusster mit meinem Kühlschrankinhalt umgehen. Vielleicht machen Sie das ja auch. Ihr bestimmt, ne? Wir auf jeden Fall. Gut, dann hätte ich gern ein Stück Käse. Dankeschön.